Hallihallöchen und willkommen zurück. Und es ist schon um 7 hier auf diesem Spielstand. Ich denke mir. Dass wir heute mal die Fische überprüfen gehen und die Muscheln. Wir müssen wahrscheinlich noch. Mal zum Futterhandel und einen Kuhstall beauftragen. Ich gehe mal nach unten. Erstmal gucken, ob ich irgendwie einkaufen gehen kann. Und wie wir das Ganze machen. Wir brauchen ja auch Saatgut. Ah, das ist. Oh Gott, ihr Kisten muss ich auch noch aussortieren. Ist ja auch nicht mal lange. Bleiben wir in der Nähe. Jetzt ist 9. Bau eines Stalls. Okay, Tierbedarf. Reicht erstmal. Halt Tiere im Winter warm und glücklich. Gebe ich mal meinen Hühnern. Wollen wir irgendwas machen? So. Ich lasse euch sogar raus. Weg damit. Gehen wir mal gucken, ob wir einen Kuhstall was holen dürfen können. Das nehmen wir mit. Das muss hier oben sein irgendwo. Muss in der Nähe sein. Hartholz liefern. Kam
habe ich nicht. Nee. Ein Stall. Holz und Gestein kann ich dir bringen. Ist das ein Vierstalltierer? Mal, ob sie das macht. Und dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was für das Haus mitnehmen können. Und danach gucken wir mal, ob wir Saatgut für Kürbisse zu kriegen. Aber ich glaube mal, das lohnt gar nicht mehr für die Jahreszeit. Bauen. Gucken wir mal. Würde ich sagen, hier wird's hingebaut. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäudestall zu arbeiten. Okay. Doch, warte. Mal auf Laden. Das ist einfach das Fenster. Ich möchte eine Couch. Die Rezepte, die können wir gut immer. Ziegelbohnenrezept. Strohbodenrezept. Kristallfarb. So, jetzt haben wir noch 200. Vielleicht sagt mein Nick.
Tacker zurück in den Kist und dann stellen wir mal das Sofa auf. So. Und dann stellen wir das mal hier hin. Das könnte mich eher eine Küche, dieser Tisch. So. Sieht doch ganz gut aus. Nehmen wir aber das hier vorne hin. Gut. Sieht ganz super toll aus. Dann gucken wir mal, dass wir vielleicht die Muscheln erstmal zum Haus gehen. Hier bitte bei Fisch sein. Hier, Seeigel. Kann hier rein. Aber schon. Gefrorene Geh. Okay. Da nicht. Dann können wir das bei Mann mitnehmen.
Die Muscheln hier, die verkaufen wir so. Oh, das könnte man im Museum versuchen abzugeben. Trockneter Seestern. Das rostige Zahnrad. Das Fossil kann nicht versuchen. Diese beiden hier nehmen wir mal zur Seite, würde ich sagen. Weil ich gucken will. So. Und das nehmen wir mal zur Seite. Das ist ein Fisch? Okay. Auch weg. Gucken wir nochmal hier nach. Er freut uns, dir mitzuteilen zu können, dass dein Hof nächste Woche in der aufgepasst Kolonie der Sternen-Tautaler-Umschau gestellt wird. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind von deinem schnellen Fortschritt sehr beeindruckt. Sternentautaler Umschau. Okay. Was auch immer. Gut, die sind drinnen. Dann machen wir zu. Machen wir weg. Das auch. Auch. Die Beine, das auch. Das kommt auch weg. Gleich mal sortiert hier ein bisschen. Die Fische. So. Nehmen wir uns den nächsten Tag vor. Schon mal ein paar holen. Okay, das ist für Energie. So, die werde ich mal überprüfen, mitnehmen. Obwohl, wir schaffen sie noch mal eine Runde. Wir gucken noch mal nach. Wir noch nicht. Tigerforelle. Fehlt auch. Der hat noch nicht erfangen. Aber davon ein. Glasaugenbarsch und ein Aal. Der haben wir nicht. Nicht danach aus. Sardine. Davon ist nichts eine Sardine. Riffbarsch. Das ist auch nicht mit Inland.
Obwohl, ich könnte es auch hier verkaufen. Es muss eigentlich nicht unbedingt hier sein. Also beim Händler im den Fischer. Aber da würde man jetzt mehr Geld bekommen. Das mache ich jetzt hier rein. Legt sie sich jetzt schlafen. Ja, damit. Kann weg. Gucken wir mal hier. Gut, holen wir uns gleich. Auch nicht. Was auf dem Busch? So, haben wir. Den hier, ja. Okay. Störswerkfels haben wir damit gemacht. Oh nein, da kann ich nichts mehr plantieren. Ach, gar keiner von denen. Okay. Mitgenommen. Für was? Okay. Kann man also für Geld was holen? Okay. Schokoladentorte. Nice. Ist alles so Geldbarsatz. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt hier so ein Fischabteil. Bringen wir mal auch die Fische weg.
die Torte in den Kühlschrank. Nach unten theoretisch. Das wird richtig sehr. Katzenhütte. Das ist die falsche Ecke. Irgendwie bin ich falsch. Aber ich bin mir doch irgendwie sicher, dass es nach unten geht. Jetzt nicht lang. Okay, dann werde ich auch gleich nochmal die Muscheln einsammeln und zu verkaufen.
Das auch weggeben und dann können wir den nächsten Zeug holen. Ich hoffe, wir schaffen das noch hierher. Ach, die muss Mike verkaufen. Bringen wir noch die weg, dann wird der gegossen. Dann machen wir uns grundsätzlich, glaube ich, mal auch an Geld ran schaffen wieder. Na toll. Was wir mit. Dann bleiben sie im Inventar. Ich weiß ja nicht, wer hier was mag. Dann verkaufen wir sie eben den nächsten Tag. Wenn da so viel Kritik gibt, dass sie nicht mögen. Wählerische Leute, aber okay. Was soll man machen? Ich kann aber gut die paar Dinger
können theoretisch auch hier verkauft werden. Das sind ja nur ein paar. Weg damit. Katze gegeben. Geh mal rein. Scheint eine Ordnung drin zu sein. Wir gucken mal hier nach. Nix. 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 Da ist definitiv nichts mit bei. Die werden wir gleich mal zum Verkauf mitnehmen. Zum Verkaufen. Das werden wir uns als nächstes auf jeden Fall vornehmen. So, noch letzten Gang. Dann gucken wir uns mal das Haus bei dem nächsten Part an, würde ich mal sagen, was sie da noch zu liegen hat. Brase und das mitnehmen. Nein. Okay, das lassen wir ihr. Die nehmen wir mit. Das muss bei mir dann mit rein. Gemischte Saat. Ein Drittland mit reinlassen. Okay. Wie geht das da rein? Das ist verkaufbar. Und dann können wir das mitnehmen. Das noch ab zum Verkauf. Und dann werde ich auch das Haus von ihr als Lager nehmen für Sachen, die behalten werden. Okay, sitzen kann man. Das wollte ich nur wissen. Und rein. Gut, Leute. Wir sagen erstmal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bin mal gespannt, was jetzt rauskommt hier. Okay. Interessant.
Na dann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.